von hier oben, wenn so viele da unten sitzen, sieht es nochmal ganz anders aus. Ja. Als ich heute Morgen hierher gekommen bin, habe ich auf dem Weg ein so richtig frisch verliebtes Pärchen getroffen. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber mir gehen die so richtig auf den Sack. Und ganz besonders gehen die mir auf den Sack, ja, wenn ich gerade getrennt wurde. Oder vielleicht kennst du das auch, wenn es in deiner eigenen Beziehung gerade so richtig beschissen läuft. Ist denn heute hier jemand von euch gerade so richtig frisch verliebt? Komm schon, trau dich. Noch verliebt zählt auch, ja. Okay. Keiner? Okay, das ist traurig. Und jetzt, und jemand, der sich wieder so richtig verlieben möchte? Okay, zähl die mal einer ab. So. Okay, und jemand, der so die Schnauze voll hat und sich wieder entlieben möchte? Ja, mit Letzterem kenne ich mich besonders gut aus, denn ich wurde in der Vergangenheit des Öfteren entliebt. Aber ich habe niemals aufgehört, an die wahre Liebe zu glauben. In der Vergangenheit jedoch habe ich immer Typen angezogen, die mich nie so geliebt haben, wie ich sie. Und zum Dank haben sie mich dafür dann auch noch verlassen. Nachdem ich das dann 5-mal durch hatte, habe auch ich darin mein Muster erkannt. Weil aber die letzte Trennung und der Liebeskummer so schwer war und ich einfach so Schmerzen hatte vor Liebeskummer, war ich quasi gezwungen, mich auf den Weg zu mir zu machen, um genauer hinzuschauen, weil ich einfach so keinen Bock mehr hatte auf diese ständigen Schmerzen und auf dieses Leid und auf dieses Gefühl, verlassen zu werden und sich nicht geliebt zu fühlen. Wer hat schon Bock auf Liebeskummer? Und dann habe ich herausgefunden, auf dem Weg zu mir, mich zu lieben. Und ich habe gelernt, was ich wirklich will und wie ich es will und mit wem ich es will. Und ich habe vor allem entdeckt, dass alles das, was jetzt gerade in meinem Leben ist, ich bewusst angezogen habe. Sprich, ich habe es entschieden. Ob bewusst oder unbewusst. Und dann ist eines Morgens was passiert. Ich bin aufgewacht in meinem Bett, was schon mal gut ist. Und dann, als ich so am Aufwachen bin, beginnt plötzlich alles in mir zu kribbeln. Und ich spüre, wie es mir ganz warm wird. Und zeitgleich bekomme ich ein Bild in den Kopf von meinem Traummann. Und ich stelle mir vor, wie es ist, wenn er jetzt da ist. Und er küsst mich und er umarmt mich. Und ich fühle mich geliebt, so wie ich bin, ohne mich zu verbiegen und anzupassen, um geliebt zu werden. Kennst du das? Und ich bin glücklich. Und plötzlich kommt eine Angst in mir auf, weil ich denke, scheiße, was ist, wenn das wieder so ist, wie damals? Und ich denke, okay, alles klar, erstmal runterkommen, erstmal aufstehen, erstmal Kaffee trinken. Ich stehe auf, gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee, komme zurück ins Bett, setze mich nochmal gemütlich hin, kuschel mich ein mit meinem Kaffee und denke, okay, der Gedanke kommt wieder. Und ich stelle mir das wieder vor. Und zeitgleich kommt eine Stimme, die zu mir sagt, Daniela, wenn du die wahre Liebe in deinem Leben willst, dann musst du dich nur dafür entscheiden. Und ich denke, ja genau, ist klar, hat ja gut funktioniert. Okay, doch, probier's mal. Und dann spüre ich, wie meine Hände ganz schwitzig werden und wie das so in mir aufsteigt. Und ich fange an, mein Kopf fängt an abzuwägen. Und plötzlich, ich merke, wie es immer mehr, ich lasse es immer mehr zu. Und dann treffe ich die wahre Entscheidung. Die Entscheidung für meine wahre Liebe. 5 Tage später küsst sie mich. Meine wahre Liebe. Er heißt Dennis und steht heute da hinten.
Nicht so viel Aufmerksamkeit, das mag er nicht. Und ich weiß, jetzt fragst du dich vielleicht, wo der so plötzlich hergekommen ist. Das frage ich mich heute immer noch. Aber darum geht der Vortrag nicht, sondern es geht darum, dass auch du dich jetzt, hier und heute für deine wahre Liebe entscheiden kannst. Willst du wissen, wie? Ja! Gott sei Dank. Also, dann habe ich dir meine drei Erkenntnisse und die drei Schritte mitgebracht, wie du dich sofort, wenn du hier heute den Raum verlässt, für deine wahre Liebe entscheiden kannst. Schritt 1. Für deine wahre Liebe. Bleib bei dir. Oder mit anderen Worten, das Spiegelgesetz. Ich habe dir so einen kleinen Handspiegel mitgebracht, der dich daran erinnern soll, dass du das, was du jetzt lernst, immer, jederzeit für dich überall anwenden kannst. Den Spiegel bekommst du von mir als Geschenk. Wenn du das möchtest, komm nachher draußen zu mir. Er ist leider nicht rechtzeitig angekommen, zwecks Corona-Lieferzeiten. Das ist aber nicht schlimm, ich schicke ihn dir zu. Nehmen wir ein Beispiel aus meiner Geschichte. Das Spiegelgesetz besagt, alles, was dich an jemand anderem stört, ist deins. Und alles, was jemand anderen an dir stört, das kann dir scheißegal sein. So. Also, Beispiel aus meiner Geschichte. Ich hatte den Glaubenssatz, dass er mich immer verlässt. Also wurde ich auch immer verlassen. Ja? Der Glaubenssatz, er verlässt mich, den nimmst du. Also nicht mein, dein. Ich sage, er verlässt mich. Was spiegelt es mir? Ich verlasse mich. Dann frage ich mich, wo habe ich mich schon mal verlassen? Oder wo verlasse ich mich denn heute noch immer? Zweites Beispiel. Ich dachte, er liebt mich nicht. Also nehme ich den Glaubenssatz, spreche ihn in den Spiegel. Er liebt mich nicht. Automatisch kommt zu mir zurück, ich liebe mich nicht. Also frage ich mich, wo liebe ich mich denn noch nicht? Welchen Anteil in mir liebe ich noch nicht? Und die Antworten, die du da findest, das ist genau das, was noch gesehen, noch angenommen und noch geliebt werden will. Punkt 2, wie du deine wahre Liebe in dein Leben holst. Triff deine Entscheidung. Und ganz oft werde ich gefragt, ja, wie treffe ich die denn jetzt? Und ich sage, triff sie doch einfach. Und genau so ist es auch. Genauso einfach ist es auch. Du triffst deine Entscheidung, aber bewusst. Du sagst es, ich treffe jetzt die Entscheidung für meine wahre Liebe in meinem Leben. Sag es laut oder sprich es aus und dann committe dich zu 100%. Committen heißt auch, nicht dem Ex nochmal eben eine WhatsApp schreiben, weil der unverbindliche Sex so geil ist. Ja? Committen heißt, du gehst für deine Sache und dann tu es so, als ob. Stell dir vor, als ob es bereits in deinem Leben ist. Nikolaus Enkelmann hat mal gesagt, trage heute die Kleidung dessen, was du morgen sein willst. Willst du ein Verkäufer sein? Zieh dich an wie ein Verkäufer. Für unser Beispiel heißt das, willst du die wahre Liebe in deinem Leben? Dann machst du das. Mal ein Beispiel. Du wohnst alleine, hast ein großes Bett, eine Decke, ein Kissen und schläfst in der Mitte. Was sagst du dann dem Universum? Ist geil. Oder hier ist kein Platz. Ja? Und das Universum sagt, dein Wunsch ist mir Befehl und so wird es bleiben. Also was machst du? Zweite Decke, zweites Kissen. Rutsch rüber, mach Platz für die wahre Liebe in deinem Leben. Punkt 3, um die wahre Liebe in dein Leben zu holen. Öffne dein Herz. Wir haben gelernt, durch negative Erfahrungen und durch das, dass wir mal verletzt worden sind, unser Herz zu verschließen. Wo aber nichts rein kann, kann auch nichts raus. Und wo nichts raus kann, kann auch keine Liebe zu dir kommen. Also öffne dein Herz. Um das wieder in dein Leben zu bringen, habe ich eine Meditation für dich aufgenommen. Eine Herzöffnungsmeditation. Die hörst du am besten zum Einschlafen. Und wenn du die möchtest, bekommst du die gerne. Sprich mich einfach in der Pause kurz an, dann sende ich sie dir zu. Weißt du was?
du bist wundervoll. Und du hast nichts weniger verdient als die wahre Liebe in deinem Leben. Und wenn du die wahre Liebe jetzt auch in deinem Leben möchtest, dann entscheide dich jetzt.